ein Baby-Update. Kaum zu glauben, aber gestern war Jessys halbjähriges. Ja, 6 Monate. Das ist wirklich Wahnsinn, wie schnell das geht. Ist ein bisschen wie die Sonne. Eine ganz ungewohnte Location. Wir machen gerade einen kleinen Zwischenstopp in Deutschland. Ja, und wieder ist darüber passiert. Jessie hat ein bisschen verwundert, warum ich so komisch rede. Ja, Jessie robbt inzwischen schon. Also sie ist immer dabei, sich zu bewegen. Meistens robbt sie rückwärts und dann findet man sie irgendwo unter einem Tisch oder unter einem Stuhl oder sowas. Das ist ganz lustig. Und wenn sie irgendwas anvisiert, dann robbt sie auch hin. Also schafft sie irgendwie, sich fortzubewegen, um dorthin zu kommen. Das ist ganz spannend, das zu beobachten. Ja, sitzt schon alleine, zumindest ein paar Sekunden. Dann hat die 2 Zähne bekommen vor kurzem. Die 2 Zähnchen. Und so Zahnungsprobleme hatten wir eigentlich nicht. Einmal waren sie da, die beiden Zähnchen. Also hat sich nicht gerade angekündigt. Ja. Ansonsten stillen wir nach Bedarf noch und ja, ist einfach ganz easy immer dabei und ne, ist unser Schatz. Ist unser großer Schatz. Ja. Oh. Ja, dann erzählt sie auch immer ganz viel. Sie sagt Mama und Papa. Ja. Und ja, ist total am Essen interessiert. Also alles, was irgendwie essbar ist, das muss probiert werden. Sie bekommt auch schon püriertes Obst und Gemüse. Und wird eben noch gestillt nach Bedarf. Und sie ist ein ganz toller Ruhepol für uns alle. Sie ist also echt, hat eine wahnsinnige innere Ruhe und ist total zufrieden. Sie meckert eigentlich, mit wem rede ich hier, ne? Also sie meckert eigentlich nie. Das ist wirklich Wahnsinn. Und ja, am liebsten schläft sie in der Babytrage unterwegs, wenn wir unterwegs sind. Da wechseln wir gerade zwischen einem Sling, einer Trage und einem Tragetuch. Das klappt ganz gut. Und fremdelt gerade. Also auf dem Arm bei einem Fremden geht im Moment gar nicht. Es sei denn, sie kennt die Person, dann geht es schon. Also bei meinen Eltern geht es mittlerweile schon. Die hat es jetzt öfters gesehen und dann ist es kein Problem. Aber ansonsten ein Fremder, da wird gleich geschrien und nach Mama geschaut. Ne? Wo ist Mama? Wo ist die Mama? Hier gibt es so viel zu entdecken. Ne? Jessilein. Ja? Ist die Kamera? Ich durch die Kamera. Ich durch die Kamera. Ja, es ist auf jeden Fall ganz, ganz toll, sie zu begleiten, wie sie jetzt immer weiter wächst und immer mehr kann und wahrnimmt. Es ist ganz, ganz spannend und schön. Und die großen Geschwister machen ganz viel Quatsch mit ihr. Da freut sie sich immer, wenn sie Jamie sieht oder Julie, dann freut sie sich. Es ist echt super, total schön. Ist immer gerne dabei, bei allem, was wir tun. Ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann fragt gerne immer. Ich beantworte immer gerne die ganzen Fragen. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann wieder zum 8. Monats-Update. Ich hoffe, die Zeit rast nicht wieder so. Das ist echt so verrückt, wenn die Kinder so klein sind, dann... ist so eine schöne Zeit, man muss sie echt wirklich genießen, jede Minute und jede Sekunde genießen, weil die Zeit ist echt so kurz, wenn wir so klein und süß sind, ne? Okay, ihr Lieben, dann bis ganz bald, eure June.